Hallo, ich befinde mich hier im Goldfußmuseum für Paläontologie in Bonn und hinter mir erkennt ihr ein Fossil, das erstmal aussieht wie ein Delfin. Dieses Tier ist allerdings schon 180 Millionen Jahre alt. Damals gab es noch keine Delfine. Was es jetzt so mit diesem Pseudo-Flipper auf sich hat und warum es kein Delfin ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Bei diesem Tier hier handelt es sich um einen Ichthyosaurier, also ein Meeresreptil. Also kein Dinosaurier, aber auch kein Säugetier, wie zum Beispiel heutige Delfine und Wale. Unser Ichthyosaurier hier und tausende andere Exemplare davon kommen aus Holzmaden. Nein, nicht das, das sind Holzmaden. Wir reden aber über Holzmaden und das ist eine Ortschaft in Süddeutschland. Das Tier hat allerdings einen fischförmigen Körper. Und wenn man sich hier die Vorderflossen ansieht, dann sieht man auch, dass es sehr viele Fingerknochen entwickelt hat, um diese Flossen ausbilden zu können. Des Weiteren erkennen wir sehr große Augenhöhlen. Das Tier hat nämlich vor allem über seinen Sehsinn gejagt. Das machen auch heutige Delfine nicht. Die benutzen nämlich ein Echolot, also die hören ihre Beute. Eine Besonderheit an diesem Exemplar ist, dass wir auch Hautschatten sehen. Also Weichteilerhaltung. Dadurch erkennen wir, dass die Schwanzflosse gegabelt war. Allerdings mehr wie bei heutigen Fischen und nicht wie bei Walen und Delfinen. Das Tier hat seine Schwanzflosse nämlich eher seitlich bewegt und nicht wie heutige Delfine und Wale auf und ab. Außerdem können wir an der Hautschattenerhaltung sogar noch sehen, dass das Tier eine Rückenflosse hatte. Die sieht man hier. Es gibt also tatsächlich viele Gemeinsamkeiten zwischen Ichthyosauriern und Delfinen, aber auch einige markante Unterschiede. Der Grund dafür, dass sich diese beiden Tiergruppen doch noch so ähneln, den nennt man konvergente Evolution. Das passiert, wenn die Tiere ähnliche Lebensweisen hatten und wenn man sich zum Beispiel diesen Ichthyosaurier und einen Delfin ansieht, dann weiß man ja, die leben beide im Meer, die müssen beide flinke, schnelle Beute wie zum Beispiel Tintenfische fangen und dafür haben sie diesen fischartigen Körper, Flossen und so eine lange, spitze Schnauze. Aber eins ist klar. Dieser Kollege hier war zuerst da. Das heißt, unser Flipper war wohl eher ein Pseudo-Ichthyosaurier. Kennt ihr noch andere Beispiele, wo heutige Tiere Tieren aus der Vergangenheit ähneln? Schreibt es uns doch mal in die Kommentare.